Warum? Schießgummiband-Effekt zum Anfang. Perfekte erste Runde, Herakleid. Zwei abgeschossen, dann kommen die Gegner einfach wieder, tauchen neben einem auf, holen auf, obwohl man irgendwie mit 260 km/h durch die Gegend prescht. Die Zeit kommt, wo ich mich grausam aufregen muss, definitiv. Ja, bitte die Polizei einfach gerade nur auf mich los, anstatt auf die anderen. Ja, und dann kommt man wieder nur auf mich los. Die anderen vorne können in dieser Zeit sehr ruhig davon fahren. Ich fahre ja wirklich extrem am Limit und fahre auch extrem gut, finde ich, da jetzt in der meisten Kurve. Aber die kommen einfach den anderen in, weil die anderen werden einfach nicht vor der Polizei gerade. Also ich glaube, ich bin von Zeit her jetzt in dem Lauf sogar noch schneller unterwegs als im vorherigen. Habe aber erstmal keine Chance zum Mithalten. Ja, ich konnte nicht mehr lenken. Also, wenn ich gelenkt hätte, dann hätte ich mir einfach rechts rausgehauen. Aber wir sind da noch dabei. Weißt du, wie wieder an der 230 fahren kann? Wie fährt der 230 bitte? Hallo? Ja, dann nochmal neu starten. Und mein Karren bleibt einfach stehen. Pampf in der Wand rein. Keine Reaktion, nichts, er bleibt stehen und gibt kein Gas mehr. Jetzt die haben wir sauber abgeschossen. Wir sind dritt, wir haben zwei hinten abgeschossen. Und die sind schon wieder Vollgas unterwegs und sie kommen wieder immer näher und näher, obwohl wir mit 240 Sachen dafür fahren. Also. Ich kann die Kurve zweimal gleich anfahren, viermal gleich anfahren, 20-mal gleich anfahren. Irgendwann kommt eine Variante, wo ich sie einfach nicht kriege. Wie jetzt zum Beispiel. Nach dem Rennen gibt es definitiv Aufnahmestopp. Wenn nur schon die Tatsache, dass ich weit hinten starten muss und dann durch das ganze Krümpel durchfahren muss und mir das Krümpel auf der Strecke liegt, langsamer macht als die anderen, die voll Kanüle in der Ziel fahren, während
am Straßenrand montiert ist, ist auch absoluter Bullshit. Die macht sie auch langsam mit dem Kessler. Natürlich, er kommt wieder genau auf meine Spur über. Er wechselt die Spur, um am anderen ausweichen, aber mich verwischen. Und geht schon wieder nur noch vier. Das war mein Fehler. Aber meine Fehler spielen nicht einmal eine Rolle. Weil meine Fehler kosten im Verhältnis nicht einmal die Hälfte von dem, was es kostet, durch den blöden Gummibandeffekt und durch das unfaire Verhalten von KI. Ja, und dann kommt er da noch. Ah! Ist natürlich klar gewesen! Ist logisch, klar! Andere lassen es durchfahren, wir rammen es noch! Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt noch geschafft hätte, um da noch erst zu werden da vorne, weil ohne Nitro ist das Spiel eigentlich unmöglich. Ich glaube immer zuerst das Rennen mal, wo es Nitro gibt. Ja, ich werde nochmal neu anfangen, wenn ich jetzt schon so weggerammt werde. Und ich sehe es noch kommen, ich muss das Event abbrechen. Und irgendwann später wieder probieren. Ja, was ist jetzt das wieder gsi? Du bist in Führung, kannst das Fahrzeug nicht mehr kontrollieren. Was zum Henker? Ist das eine automatische Sperre oder was soll der Kack? Alle Einheiten, Verstärkung kommt, over.
Da züchten wir jedes zweite Mal, züchten wir da über, wenn ich allein fahre. Wenn ich im Gegner unterwegs bin, geht's, wenn ich allein fahre, züchten wir da den Karren einfach über. Ich meine, ich bin da 2,33 gefahren. Wie? Frage ich mich, wie? Einfach Kurve, die kann man nicht kriegen. Das ist zum Beispiel so eine. Wie hat der jetzt die Kurve genommen? Jetzt sind wir etwa 7 Sekunden schneller als vorher. Straßensperre. Wo man einfach nicht zwischendurch kommen kann, wenn man einfach zu viel Tempo drauf hat. Da reagiert Brems nicht. Sobald man in Führung liegt, reagieren die Bremsen irgendwie nicht mehr so, wie es reagieren, wenn man nicht in Führung liegt. Eine Straßensperre da vorne. Ja, und jetzt kommt der andere einfach wieder da an den Ecken um und überholt einen. Und es lange tatsächlich zum Gewinnen. Wir schaffen es doch noch heute. Also so gut ist der ja gar nicht. Der Lamborghini, weiß nicht warum der alle fahren. Der ist ja wirklich lahm. Aber an dieser Stelle ist jetzt Zeit für einen Cut, würde ich sagen. Ich denke, wir müssen gerade noch mal den Bullen abhauen. Machen wir das auch noch zum Abschluss der Aufnahmesession, schnell von der Bullen davon fahren. Wenn wir es so gerne machen. Ja, aber wenn wir da wieder mit Straßensperre reinkommen, das klopft uns jetzt. Wir haben das Türchen gefunden. Da finden wir jetzt einmal sicher nicht. Das wäre ja auch noch etwas, wenn sie da hinten fahren würden, um mich zu suchen. Hätte ich dann definitiv den Glauben an das Spiel verloren. Zentrale, wir müssen den Perimeter zusammenziehen und dann... Ja, das ist tatsächlich ein Co. Wunderbar. Vorne ist auch noch mal ein Türli. Oh, da ist noch das Auto versteckt. Nächstes Gate durchfahren. Das Auto versteckt, den nehmen wir jetzt zwar nicht, aber wir haben wieder einen mehr gefunden. Und dann bleiben wir noch gerade da stehen. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Auch wenn es am Schluss ein bisschen jetzt da impulsiv geworden ist, weil es mich einfach so dermaßen aufgeregt hat. Hoffen wir sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander.